Hallo meine Lieben und willkommen zu einer neuen Aufnahme von The Room 3. Wir haben den letzten Planeten von der Freundin, denke ich mal. Und jetzt gehen wir wieder zum Sonnensystem. Und dann mal gucken, wo uns das hinführt. Weil die drei Planeten bewegen sich ja schon. Ach ja. Was? Ach so. Vielleicht in die andere Richtung. Weil das hier muss, glaube ich, auch nach unten. Da gibt es sicher irgendwo eine Linie, die ganz nach unten geht, oder? Oder auch nicht. Hallo? So. So? Was ist mit dem? Aber jetzt. Drücken. So, wir sind zurück. Die richtige Konstellation. Ja, das war gerade wirklich ein bisschen kniffelig. Sehr sogar. Aber ich denke mal, wir haben das gut geschafft jetzt. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr so ein bisschen miträtselt. Das würde mich sehr interessieren. Oder ob ihr das einfach nur unter Anführungszeichen genießt, wenn ich da hier so kompliziert denke teilweise. Schauen wir mal. So, jetzt geht's wieder ganz nach unten. Up and down. Jetzt bin ich gespannt. Ich kann mich überhaupt nicht mehr so dran erinnern. So an die im Groben schon, aber so was jetzt passiert. Wenn ich es dann sehe, dann weiß ich es wieder, aber alles andere. Ich liebe dieses Spiel einfach. Es ist so einfach eigentlich aufgebaut, aber doch so. Ja. Hat halt seinen speziellen Flair. Katsching. Der Schlüssel des Meisters. Gruselige Tür. Gehen wir mal lang. Oh je, Mini. Ah.
Kann ich da nach unten nicht gucken? Nee. Sieht nicht so aus. Hier sind so Steindinger. Hier. Sehr nett. Gibt es hier irgendwie sowas schon? Monokular zum Gucken? Scheint nicht so. Hier ist ein Stuhl. Oder ist es einfach nur. Keine Ahnung. Was ist das? Das sind lauter Fernrohre oder sowas. Hier kann ich noch nicht rein. Schauen wir mal, ob es sowas sonst noch irgendwo gibt hier. Nope. Und hier komme ich nur hier nach oben hin. Kann ich das mit. Nee, kann ich nicht. Hier kann ich gar nichts machen. Kann ich jetzt mit dem Okular irgendwas sehen? Nein. Irgendwo braucht man natürlich wieder eine Energie her, weil sonst geht das ja nicht. Die Kiste ist offen. Was ist denn da auf dem Rand? Welche Kiste? Hä? Was? Die Kiste ist offen. Was ist das denn da auf dem Rand? Welche Kiste? Was sieht der denn als Kiste an? Oder meinst du das hier? Okay, der Metallring meint er, und das ist für den die Kiste. Also der gehört irgendwo hin. Haha, sehr schlau, gell? Schon. Mal gucken. Was ist denn hier? Ich kann hier nirgendwo näher ranzoomen. Also das ist jetzt gerade das nächste, was ich kann. Hier fehlen Zahnräder. Also das wird wahrscheinlich nach unten klappen müssen. Schätze ich mir mal. Und was diesen Turm hier betrifft, der ist für mich am allerverwirrendsten. Hallo? Hallo? Jetzt. Na dann. Hallo, Okular. Okay. Ich hab's jetzt so. Okay. Jetzt ist es verständlich. Vorher dachte ich mir so, was? Okay. Okay, ich denke mir noch immer so teilweise, was? Ah, das Ding hat sich jetzt auch verändert, gell? Kann ich auch näher ran?
Okay, das ist jetzt so, das ist so. Eingefundener Spiegel. Wo gehört der hin? Das zeigt eigentlich gerade eigentlich so ins Nix. Wenn ich den hier hinmache, zeigt er halt auf das Ding. So auf gut Wille kann ich da jetzt auch nicht einfach irgendwas machen. Ein Spiegel so selbst noch verdrehen kann ich ja nicht, nur so. Hier kann ich nicht näher ran, hier kann ich nicht näher ran. Hier auch nicht. Also es ist wirklich nur hier das Ding da. Und die Frage ist, ob ich der, ob den Spiegel, ob der nicht hier dran gehört. So, aber dann kann ich nämlich hier das so verschieben. Okay. War leichter als gedacht gerade. Okay. Okay. Das war auch wieder leichter als gedacht. Ist es eine Zugtür? Hallo? Hier gehört irgendwas draufgestellt. Schauen wir mal, was das ist. Glückwunsch, du hast das Herz meines Labyrinths gefunden. Dies mag sich zwar wie ein Sieg anfühlen, doch von der Freiheit bist du weit entfernt, weiter entfernt als je zuvor. Doch gräme dich nicht. Du warst nicht der Erste und du wirst doch sicher, ganz sicher nicht der Letzte sein. Jede einzelne Wendung hat dich hierher geführt. Da du Rätsel so sehr magst, habe ich ein letztes Rätsel für dich. Es wird dich bis in alle Ewigkeit beschäftigen. Was ist der Unterschied zwischen einem Irrgarten und einem Labyrinth? Aber wie kann ich eine Antwort von dir erwarten, wo du doch noch nicht einmal den Unterschied kennst zwischen einem Raum und einem Kerker, dein Meister? Errungenschaft freigeschalten, gefangen. Ach du Kacke. Glückwunsch, du hast The Room 3 zum ersten Mal abgeschlossen und die Folgen deiner Handlungen erlebt, aber es warten noch andere Enden auf dich. Nutze den Schicksal ändern Button im Hauptmenü, um nach Greyholm zurückzukehren. Nur wenn du die vom Meister versteckten mysteriösen Artefakte einsetzt, kannst du dein Schicksal ändern. Ach du heilige Scheiße! Das wusste ich gar nicht.
Na nett. Ich denke, das machen wir in einer weiteren Folge. Sehr geil. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.